Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder eine Videorezension und zwar geht es um die Moortochter von Karen Dion, erschienen im Goldmann Verlag, ist ein Psychothriller und hat 379 Seiten. Ja, ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, einfach wegen dem Cover. Ich finde es total schön. Stört euch nicht an diesem Böppel, das ist ein Leseexemplar. Ich finde es einfach toll, die Moortochter und Psychothriller. Und dann hat mich der Klappentext total angesprochen. Und das wollte ich dann unbedingt lesen. Ja, es geht um unsere Hauptprotagonistin, die Helena. Ich muss es mir mal ein bisschen bequem machen. So. Und zwar Helena ist ein bisschen anders als andere Frauen. Ist auch kein Wunder, sie hatte nämlich eine sehr seltsame Kindheit. Sie ist als Kind im Moor groß geworden und ist von ihrem Vater entführt worden, beziehungsweise ihr Vater hat eine Frau entführt vor etlichen Jahren. Hat sie ins Moor entführt. Dort haben sie gelebt wie die Indianer und so Survival, selbstversorgermäßig. Und mit ihr hat er ein Kind gezeugt, eben Helena. Und Helena ist im Moor geboren und im Moor auch aufgewachsen und hat da ihre ganze Kindheit verbracht. Bis dann der Vater dann trotzdem irgendwann geschnappt wurde und ins Gefängnis natürlich kam. Lebenslänglich. So. Dieser Fall, der war in allen Medien, Helena war super berühmt, ist aber inzwischen erwachsen, hat sich ihr eigenes Leben aufgebaut, hat einen Mann, hat zwei Kinder. Man merkt schon so vom Charakter her, sie ist schon ein bisschen seltsam manchmal. Also ich meine, wenn man im Moor geboren wird oder in der Wildnis geboren wird und dort aufwächst, verhält man sich einfach auch entsprechend anders als jetzt jemand, der ganz normal in der Gesellschaft eben aufgewachsen ist. Und jetzt ist es aber so, dass dieser Vater oder ihr Vater im Gefängnis ausgebrochen ist, im Gefängnis schon Menschen ermordet hat beim Ausbruch. Und sie ist der Meinung, also sie ist die Einzige, die ihn finden kann und zurückbringen kann. Und ja, das ist so der Plot. Also das ist so, ja. Ja, also hat sich für mich super, super, super spannend angehört. Genau, und dann halt auch Psychothriller. Ich habe mir da so eine richtig schöne Katz-und-Maus-Jagd vorgestellt. Muss aber dazu sagen, dass ich was ganz anderes bekommen habe, als ich wollte. Und zwar ist es für mich kein Psychothriller gewesen, sondern mehr so ein Tatsachenbericht, wie sie denn ihre Kindheit erlebt hat, wie Helena geworden ist, wie sie eben ist. Was sie als Kind alles gelernt hat im Moor, warum sie ihren Vater oder welche Gefühle sie ihrem Vater gegenüber hat, welche Gefühle sie gegenüber ihrer Mutter hat. Also so ihre ganze Lebensgeschichte. Und dazwischen lesen wir immer mal so Abschnitte von der Gegenwart, wie sie mit ihrem Mann zurechtkommt, mit ihren Kindern, wie sie eben ihren Vater jagt. Und ja, wie sie eben mit der ganzen Sache zurechtkommt und welche Empfindungen sie dabei hat. Das lesen wir. Und an manchen Kapiteln lesen wir auch dann am Anfang das Märchen vom Moorkönig oder von der Moortochter. Also von Christian Andersen ist es, glaube ich. Genau, Hans Christian, die Tochter des Moorkönigs heißt das Märchen. Das musste ich doch mal spicken. Genau. Alles in allem, ja, eine nette Idee, muss ich wirklich sagen, eine neue Idee. Deswegen habe ich mir auch so wahnsinnig viel erhofft von dem Buch. Vor allem, wenn man dann hier hinten drauf solche Reißer liest, wie, ja, ich wünschte, ich könnte diesen Roman immer wieder zum ersten Mal lesen. Oder der große Goldmann Paperback Spitzentitel, Rechte in über 20 Länder verkauft. Und ja, ich weiß nicht, die ganze Aufmachung lässt einfach mehr versprechen. Und ich denke, wenn man da vorne drauf nicht Psychothriller schreiben würde, sondern Roman oder ja, einfach Roman und das als Erlebnisbericht oder als Lebensgeschichte verkaufen würde, dann wäre ich nicht so enttäuscht gewesen. Denn ich habe mir halt Spannung erwartet. Ich habe mir
einen total brutalen Vater erwartet. Ich habe mir ein Katz-und-Maus-Spiel erwartet. Ich habe mir wirklich, also Psychothriller ist für mich Spannung pur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so Spannung kam für mich gar nicht auf. Es war interessant zu lesen, was Helena erlebt hat, warum sie so ein seltsamer Mensch ist, was sie für ein Kind war. Es war interessant, aber es war nicht spannend. Und ich habe auch sehr, sehr für meine Verhältnisse sehr lang an diesem Buch rumgelesen. Das hat auch zwei Leserinnen. Das ist immer so bei mir so dieses Zeichen. Zwei Leserinnen und schaut ja auch oben schon ein bisschen gelesen aus. Keine Ahnung, Psychothriller, die ich echt gut finde, die schauen bei mir aus wie neu, weil ich die weg lese. Und ich bin lange nicht in die Geschichte reingekommen und habe sehr lange dran gelesen. Auf den letzten 100 Seiten ist es dann spannender und interessanter auch geworden. Ich meine, es ist kein schlechtes Buch. Ich war einfach, wie gesagt, nur enttäuscht, weil meine Erwartung nicht bestätigt wurde. Ich habe mir einfach eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte erwartet oder zumindest so ein bisschen mehr Spannung. Also, und wie gesagt, für mich war das ein Roman. Ein Roman über ein Mädchen, das tragischerweise oder unter seltsamen Umständen eben im Moor aufgewachsen ist. Und man kann auch nachempfinden, was die Mutter teilweise fühlt, wobei es um die Mutter gar nicht so sehr geht. Es geht wirklich in erster Linie um die Tochter. Ich muss auch sagen, so Sympathiepunkte hatte jetzt für mich keine der Protagonisten. Ich fand noch den Vater eigentlich, den Entführer, den fand ich eigentlich noch am lustigsten oder am tollsten, weil der sehr authentisch war in seinem Selbstversorger-Survival-Modus. Also war schon klasse, was er alles konnte und was er alles drauf hatte. Den fand ich noch am sympathischsten einfach. Aber Helena hat jetzt für mich nicht so viele Sympathiepunkte gehabt. Viel Verständnis, aber keine Sympathiepunkte. Die Mutter auch nicht. Also es war jetzt irgendwie kein Protagonist dabei, der mir ans Herz gewachsen ist. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Also ich gebe für, also wenn ich jetzt für dieses Buch Punkte vergeben müsste, dann lieb gemeinte 3 von 5 Punkten, weil die Geschichte war eigentlich... Man hätte es anders verkaufen müssen. Das ist ein Marketingproblem, glaube ich, bei diesem Buch einfach. Weil es war nicht schlecht, es hat mich aber enttäuscht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn es jetzt normal gewesen wäre, ob ich dazu gegriffen hätte. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Ich hatte einfach Lust auf einen spannenden Psychothriller. Und die Aufmachung verspricht mir das, aber ich habe es nicht bekommen und deswegen enttäuscht es mich. So. Und die Protagonisten, gut, das hat man halt mal in Büchern, dass die einem nicht sympathisch sind. Habt ihr das Buch schon gelesen? Lest ihr das Buch? Wie ist das bei euch, wenn ihr mit einer ganz anderen Erwartung an ein Buch herangeht und es halt euch dann gar nicht anspricht oder ganz anders ist? Legt ihr das Buch weg? Lest ihr es weiter? Würde mich wirklich mal interessieren. Und mich würde auch mal interessieren, bei welchem Buch es euch schon mal so ergangen ist. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch die Rezension gefallen hat. Und abonniert mich gerne, würde mich freuen. Ansonsten sage ich, lest bitte was Spannendes, was Packendes. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!